In dem BMW Premium Races hast du Catch Me If You Can in der dritten BMW, im zweiten BMW Premium Race am Ablauf. Ja, Aufgabe zum Gewinnen ist fast zu schwer, wenn man ehrlich ist. Diamant Venus in bombiger Form, auch in Juwel Venus, vor allem wenn der Fehler bleibt, wird da nicht einfach zu schlagen sein. Aber es ist ein Viererwette-Rennen mit einer Auszahlungsgarantie und dort könnte Catch Me If You Can schon hinlaufen, auf einen dritten, vierten Platz. Zuletzt hat er mir zumindest im Speed sehr gut gefallen. Ja, das letzte war Anstatt, also sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Er braucht ein schnelles Rennen. Er selber fängt nicht so gut an, darum ist die 1 vielleicht jetzt nicht optimal, aber man kann sich die Nummer ja nicht aussuchen. Einmal die 9, einmal die 1. Diesmal jetzt die 1. Ja, wenn er gut ins Rennen kommt und wie gesagt habe, es ist das Rennen sehr, sehr flott, dann wird er am Schluss sehr, sehr stark. Und ja, Diamond Venus läuft in einer super Form, aber er hat auch Diamond Venus schon geschlagen. Sag niemals nie, aber um ehrlich zu sein, wenn man jetzt die Formen hernimmt von einem Diamant Venus und auch einem Juwel Venus, wird es zum Gewinnen sehr, sehr schwer werden, sowohl für Auerbauer als auch zuletzt Mr. Magic, der hat allerdings eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt und war vor einem Juwel Venus, der hat allerdings mehr als aufwendiges Rennen auch gehabt. Ja, um auf Mr. Magic zurückzukommen, ich kann sagen, dass er hier in Ebrechtsdorf seine allerbesten Rennen gelaufen hat. Und die Conny kommt auch gut zurecht mit ihm, also vorgedessen denke ich schon, dass er in den vorderen Plätzen landet, trotzdem, dass hier enorm starke Gegner sind, allen voran Diamant Venus und Love You Venus, Rammstein nicht zu vergessen. Ja, Juwel Venus muss so gehen, wie er den ersten Start im heurigen Jahr gegangen ist. Dann gewinnt er das Rennen. Ja, und auch die Amicelina ist bei dir derzeit stationiert. Und die bringt eigentlich immer sehr gute Leistungen in Ebrechtsdorf. Das ist aber schon ein sehr schweres Rennen. Für ein Anstadtrennen fast zu schwer, wenn die da ein der besseren Geld erwischt, glaube ich, seid sie schon zufrieden. Ja, da sind wir schon zufrieden. Sie hat auch länger nicht gestartet. Sie arbeitet sehr gut. Sie war eigentlich immer ein gutes Rennpferd. Sie kämpft gut. Und wenn das Rennen passt, sollte sie schon unter den 5 zu finden sein. Sag einmal, Ähnliches gilt eigentlich für den Hot Hulk. Auch da sind einige Kracher drin mit Derby-Sieger Diamant Venus, mit Juwel Venus. Und Lavio Venus, es gibt eigentlich keine schlechten Gegner, aber wenn der Rennverlauf passt, ja, zumindest ebenso wie Amicelina, ist auch für einen Hot Hulk möglich. Ein extrem schweres Rennen, wenn das Rennen passt und er benötigt ein schnelles Rennen, weil er ist so ein Tempoläufer, ein Dauerläufer. Und wenn das Rennen passt, könnte er, ich sage mal, zwischen 3 und 5 sind wir hochzufrieden. Rammstein hat hier ja schon gewonnen, letztes Jahr mit dir, sehr leicht sogar. Sehr leicht ist es heute allerdings nicht, da sind die Derby-Sieger Diamant Venus drinnen, der dich ja schon im Derby hinter dich gelassen hat und auch ein Juwel Venus sehr, sehr stark. Fehler zuletzt nicht wirklich angezeigt oder zu begründen, oder? Nein, überhaupt nicht. Er ist mir einfach am Start aus der Hand rausgesprungen. Das denke ich, war ein Ausrutscher, das wird er heute nicht tun. Und allerdings sind sehr starke Pferde drin, sehr viele Formpferde. Aber mit Nummer 2 müsste er einen guten Rennverlauf erwischen und auf jeden Fall ein Geld mitnehmen. Ja, ein Diamant Venus ist in derzeitiger Form natürlich das zu schlagende Pferd. Aber wenn ich jetzt umrechne, den Rennverlauf vom Juwel Venus, den Fehler und dass er meiner Meinung nach nicht ganz hundertprozentig war wie die Starts davor, ist er dennoch ein starker Herausforderer und für mich der erste Herausforderer? Ja, ich denke auch, so wird es sein. Ich meine, der Diamant läuft in einer bestechenden Form. Der hat letztes Mal gewonnen, das war wirklich schon sensationell. Auch der Frankreich-Auftritt war ausgezeichnet, mit viel Pech verbunden. Aber der Juwel ist halt auch, immer ein starkes Pferd und fehlerfrei, nicht zu unterschätzen.